Hey, hey, ich bin Maria von More Raw Food und hier ist Leonard von More Raw Food. Und heute möchte ich dir mal ein Sportupdate geben und mein After, wie sagt man, After-Geburts-Body mal zeigen. Und ja, legen wir also gleich mal los. Ich möchte das Video anfangen damit, dass ich nicht Sport mache, um auf eine gewisse Art und Weise auszusehen, sondern um mich auf eine gewisse Art und Weise zu fühlen. Und auch dieser Fokus auf den Körper, so nach einer Geburt, dazu möchte ich auch erst noch ein paar Worte verlieren. Und zwar, es ist so, der weibliche Körper oder generell der menschliche Körper ist zu so vielen imstande. Und ein Leben zu geben, ist eines der wundervollsten Sachen in meinen Augen. Das finde ich einfach ganz, ganz toll. Und ich finde einfach, ich möchte nicht so einen hohen Anspruch an meinen Körper haben, dass der eben nach, weiß ich nicht, 3 Tagen wieder so aussieht wie vorher. Das ist einfach, meine Hebamme hat auch gesagt, eine Schwangerschaft kommt 9 Monate und eine Schwangerschaft geht 9 Monate. Und der Körper muss einfach auch viele Sachen hantieren. Und deswegen, ja, hab auch nicht zu große Ansprüche und denk einfach, du hast ein Leben gegeben. Wenn jetzt dein Körper noch nicht so aussieht, wie du das gerne hättest, dann sei nicht zu hart zu deinem Körper. Und einen ganz tollen Spruch, den ich von der lieben Toni Pure habe, die ist auch bei YouTube, kann ich dir mal unten verlinken. Sie hatte neulich bei Instagram geteilt, wenn dein Kopf dir sagt, dass dein Körper nicht gut genug aussieht, dann ändere deinen Kopf und nicht deinen Körper. Und diesen Spruch finde ich so, so wunderschön, dass ich den ganz unbedingt mit dir teilen möchte, denn genauso ist es. Damit möchte ich nicht sagen, dass du eine Entschuldigung hast und dich gehen lassen sollst und nur ungesundes Zeug in dich reinsteckst und nur noch ein Couch-Potato wirst. Aber wenn manche Stellen an deinem Körper nicht so sind, wie du sie gerne hättest, ändere deinen Kopf und sei nicht zu hart mit deinem Körper. Weil es gibt auch für alles im Körper einen Grund und vertraue auf Mutter Natur. Und arbeite einfach weiter daran, zu entgiften und deinen Körper bestmöglich zu versorgen. Das also nur so viel dazu. Dann mal zu meiner Sportroutine momentan. Also ich habe jetzt wieder eine Routine. Ich habe angefangen als... Ich würde mal sagen, der Leonard so 2 Monate alt war und habe dann gedacht, okay, jeden Morgen, es fing an mit einem Morgen, als der Leonard ein bisschen ruhiger war, und da dachte ich, komm, hey, die anderen beiden schlafen noch, jetzt machst du einfach ein bisschen Yoga und wenn es nur 5 Minuten sind. Und damit habe ich angefangen und die liebe Maddie Morrison, ihren Kanal kann ich dir auch mal unten verlinken, sie hat so wundervolle Videos zum Thema, also über Yoga, und da ist auch so ein Workout dabei für 5 Minuten Yoga und da sagt sie auch, jeder hat 5 Minuten und das stimmt, jeder hat 5 Minuten. Und damit habe ich angefangen. Am nächsten Tag habe ich ein längeres Workout gemacht und dann nutze ich auch gerne die Workouts von Blogilates, versuche das wirklich jeden Morgen reinzukriegen. Leonard und Lorella sind dann immer mit dabei, aber das macht mir auch nichts. Ich habe zwar jetzt nicht so den Fokus nur aufs Training, aber es ist besser als nichts und ich mache das immer tagesabhängig, je nachdem, wie das auch mit den Kindern läuft. Manchmal mache ich 5 Minuten, manchmal 10 Minuten, manchmal kann ich auch 15 oder mal 20 Minuten machen. Aber ich denke eben immer, ich sehe die 5 Minuten, die ich mache. Und dann mache ich das auch so, dass wenn ich Laura in die Kita gebracht habe, wir wohnen ja hier im 5. Stock, dann laufe ich hoch. Also ich nehme die Treppen, wann immer es möglich ist, wenn ich irgendwo zum Arzt gehe oder irgendwelche Sachen, ich nehme dann immer die Treppen und denke, hier kriegst du noch ein Workout rein. Weil manchmal sind wir so verrückt, dass wir den Fahrstuhl nehmen und dieses alltägliche Workout gar nicht sehen. Oder ich spiele mit Lorella auf dem Spielplatz und das alleine ist auch schon ein Workout. Und so mache ich das eben jeden Morgen und versuche, was reinzukriegen. Jetzt, als wir neulich in Hamburg waren, da waren meine Mama und Samuel ja auch mit und da hatten wir eine wunderschöne Zeit. Da waren wir in einem Hotel, da gab es einen Pool und dann habe ich das so gemacht. Ich habe den Leonard gestillt, zum Einschlafen gebracht, dann war Samuel mit Leonard und meine Mama war mit im Wasser mit Lorella und dann konnten wir 3 Mädels eine richtig schöne Zeit haben. Ich konnte so 15 bis 20 Minuten schwimmen und da war ich so, so für dankbar für. Dann habe ich noch ein bisschen mit Lorella gespielt und dann bin ich wieder hoch zu Leonard. Und das ist möglich. Also länger kann ich das noch nicht stretchen. Ich wollte das eigentlich so machen, dass am Anfang dachte ich, komm, gleich eine Stunde irgendwie mal CrossFit oder so, dass meine Mama den Leonard nimmt, aber es ist einfach noch zu früh. Und ich glaube, es ist auch für meinen Körper noch zu früh. Ich will so ganz langsam damit anfangen und das steigern. Und wenn ich mich dann bereit fühle, dann kann ich immer noch wieder mehr Workouts machen. Aber auf jeden Fall diese 5 oder 10 Minuten, die helfen mir nicht nur mental, weil ich gleich weiß, morgens, ich habe als erstes was für mich gemacht, sondern sie helfen auch meinen Muskeln wieder stärker zu werden. In den Armen, ja, hier,
Da habe ich jetzt sehr viele Muskeln, weil ich den Leonard entweder hier oder hier trage, wenn er nicht gerade schläft. Aber ich brauche so Beine, Po, Bauch möchte ich auch gerne wieder so ein bisschen stärken. Und darauf lege ich jetzt meinen absoluten Fokus und natürlich auch auf den Rücken. Und dann möchte ich dir auch mal zeigen, wie mein Körper aussah. Hier zeige ich dir mal, wie er aussah nach 2 Monaten. Und hier ist das, ist noch ein Update von noch früher. Und so sieht mein Körper aus 2,5 Monate. Das also nur mal so, weil ich so viele Fragen dazu bekomme, wie sieht denn dein Körper jetzt aus? Aber wie ich schon am Anfang des Videos gesagt habe, es ist nicht wichtig, wie du aussiehst, sondern es ist wichtig, wie du dich fühlst und dass du fit bist. Und das Leben geht nicht nur darauf, also handelt nicht nur darum, eine bestimmte Figur zu haben oder bestimmte Kilos zu erreichen. Denn wenn du die erreicht hast, dann bist du trotzdem nicht glücklich. Du kannst jetzt und hier die Entscheidung treffen, glücklich zu sein. Und ich muss sagen, ich habe während der gesamten Schwangerschaft und auch direkt hinterher meinen Körper immer geliebt. Weil alles, was der Körper macht, produziert er. Er produziert auch natürlich Fett unter der Schwangerschaft, um den Leonard auch zu versorgen. Weil, mal ganz ehrlich, mit 2 Kindern, da hat man nicht immer Zeit, regelmäßig zu essen. Und der Körper braucht auch gewisse Reserven und Sachen, auf die er zurückgreifen kann. Und deswegen bin ich auch total stolz und ich finde es auch ganz wundervoll, dass Samuel immer zu mir sagt: Oh Engel, ich mag das, wenn du so sehr weiblich bist. Also, der sagt ja nie irgendwas über meinen Körper, aber ich habe dann manchmal so gesagt: Naja, ich bin jetzt nicht gerade die sexiest woman alive mit so riesen Brüsten und Stilleinlagen und so komischen Schlüppis direkt nach der Geburt, ne? Und dann sagt er: Weißt du was? Ich finde es schön, wenn du weiblicher bist. Also, er muntert mich da immer und das finde ich auch ganz, ganz toll. Also, das natürlich, also ich glaube auch der Druck von vielen, der kommt nicht von außen, von anderen, sondern immer von uns selber. Und ich gehe da einfach auch mit einer Leichtigkeit dran, weil ich finde auch, es ist ganz, ganz wichtig, mich jetzt auch ausgewogen zu ernähren, genug zu essen und nicht meinen Körper noch mit irgendwelchen Sportsachen jetzt übermäßig zu belasten, weil darauf kann ich mich fokussieren, wenn die Kinder groß sind, da kann ich das dann noch ganz, ganz viel machen. Jetzt möchte ich so viel Zeit wie möglich mit den 2 Kleinen verbringen und die Zeit genießen. Ja, ich hoffe, dass dir dieses Update gefallen hat über meinen After-Pregnancy-Body oder wie man das so schön sagt, Nachschwangerschaftskörper und meinem Sport-Update. Ich hoffe, dass es dich inspiriert, motiviert, dass du deinen Kopf änderst und nicht deinen Körper, wenn dir dein Kopf was Falsches sagt. Und möchte gerne mal von dir wissen, wie ist es bei dir? Bist du gerade schwanger? Hast du gerade ein Kind bekommen? Wie war das bei dir? Wie ist das mit deinem Körper? Was sagt dein Kopf? Hand aufs Herz. Und ja, lass uns da gerne in den Austausch gehen. Ich freue mich sehr, sehr doll auf deinen Kommentar. Freue mich noch mehr, wenn wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Und sag bis ganz bald. Lass es rocken. Leonard und Maria. Tschüss.